Ihr seht hier eine Heißwasserleitung, eine sogenannte Transportleitung DN500, die zwischen zwei Kraftwerken verläuft und für eine zusätzliche Versorgung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bestimmt ist. Wie angedeutet, das Medium ist Heißwasser. Die Temperatur liegt bei 120 Grad, die maximale Ausliehungstemperatur bei 150 Grad, der Nenndruck bei 25 Bar. Es handelt sich hier um einen Trassenverlauf zwischen einem Haumkanal und einem Trogkanal, die Dämmung im Nachhinein Mineralwolle mit Bitumenummantelung. Im Bogenbereich wurde eine Blechummantelung verwendet. Die Situation vor Ort: Der Abstand unter dem Rohr liegt bei ca. 20 bis 30 cm. Der Abstand zwischen den Rohren werdet ihr gleich in dem Video sehen. Es war recht eng. Vorab wurden Rohrleitungsabschnitte vorgefertigt aufgrund von Platzmangel über der im Betrieb befindlichen Rohrleitung. Ja, das war recht heiß, aber Vorfertigung an sich ist eh sinnvoll, erhöht die Qualität und spart Zeit. Weiterhin wurden Lagerfestpunkte eingeschweißt, die jeweilige Länge 60 cm, Längsnaht links und rechts mit dem Schweißverfahren WIG. Das Armmaß betrug 10 mm. Es wurden Rollenlager montiert, axial sogenannte Gleitlager. Es handelt sich hierbei um ein Projekt, eine Erneuerung, Teilbereich Transportleitung DN500 von Schacht zu Schacht mit einer Trassenlänge von ca. 35 Meter. Weiterhin wurde verwendet das Stahlrohr mit der Güte P235 GHTC1, 508 x 8 mm, die Stahlrohrbögen gleiches Material mit einer Wandstärke von 11 mm. Die Wandstärken der Stahlrohrbögen wurden ausgeglichen, so dass der Schweißnahtbereich auf 8 mm angeglichen wird. Zur Vorgabe der Schweißnahtvorbereitung: Es wurde vorgewärmt auf ca. 80 Grad und zu jedem Zeitpunkt des Schweißens sollte die Temperatur nicht unter 30 Grad liegen, was ja auch im Allgemeinen der Fall ist. Verwendet wurde zum Vorwärmen Propan als Gas. Die Hefter, es sollten mindestens 4 Stück gesetzt werden mit einer Länge von 50 mm und einem Abstand von maximal 400 mm. Aber aufgrund dieser jetzt hier zu sehenden Zentrierarbeiten mit einer Rohrzentrierschelle ist es natürlich sinnvoll, noch mehr Hefter zu setzen, Stück für Stück von unten nach oben und jeweils mit dem geübten Auge den Innenphasenabstand und den Innenphasen gleichen Weg jeweils für die Wurzel zu bestimmen und entsprechend auszugleichen. Es wurde mit der Schweißluft ca. 3,5 bis 4 mm gearbeitet. Es wurde der Schweißdraht 2,4 mm und 3 mm verwendet mit der Schweißdrahtbezeichnung SG3. Argon mit der Qualität 9,6. Weiterhin kamen zum Einsatz wassergekühlte Schweißmaschinen mit dem WIG-Schweißbrenner SR20, WIG-Nadeln 2,4 mm und die Schweißmaschinen waren natürlich entsprechend ausgelegt, um die Leistung zu bringen. Vorgaben für die Schweißer: Es wurden Schweißerprüfzeugnisse nach DIN EN ISO 9606 und GW 350 unter Baustellenbedingungen verlangt. Es wurde eine Handfertigkeitsprobe für die WIG-Schweißer gemacht und diese wurde bewertet mittels Sichtprüfung und Durchstrahlungsprüfung. Zusätzlich wurden eingeschweißt 2 Weldo-LEDs DN80 für die Entleerung. Es wurde reduziert von DN80 auf DN50. Noch 2 Weldo-LEDs DN32 für die Entlüftung. Der Prüfumfang für die Schweißnähte lag bei 100% Durchstrahlungsprüfung, auch für die 80er, 50er und 32er Schweißnähte mit der Bewertungsgruppe B. Zusätzlich wurden Festigkeitsprüfungen gemacht mit dem Nenndruck 25 bar mal 1,3 entspricht 32,5 bar mit dem Medium Wasser für ca. 3 Stunden oder ziemlich genau sogar 3 Stunden. Weiterhin wurden Sichtprüfungen gemacht, Luftüberdruckprüfung 0,5 bar mit dem Medium Luft und es wurde Lecksuchspray verwendet. Wo keine Festigkeitsprüfung und Sichtprüfung mit Luftüberdruck möglich war, wurde eine Sichtprüfung mit der Vakuumbrille durchgeführt,
bei 0,3 bar. Alle Einbindenähte wurden selbstverständlich auch geprüft und die Veldolets wurden zusätzlich geprüft mit Magnetpulverprüfung und der Farbeindringungsprüfung rot-weiß, um nach Rissen zu suchen und eventuell Risse dann wieder zu regulieren bzw. zu reparieren. Aber in dem Fall waren keine vorhanden, also von Anfang an wurde alles exakt ausgeführt. Ihr seht hier mal den Abstand unter dem Rohr, der bei ca. 20 bis 30 cm liegt. Der Schweißer muss da echt bemüht sein, jeweils ranzukommen. Es geht natürlich noch enger, weiß man natürlich, die versierten Schweißer im Ordnungsbau kennen das, aber hier sehr schön zu sehen, es ist sehr eng. Er muss versuchen, die bestmögliche Körperposition zu bekommen, um eben auch den Schweißbrenner vernünftig führen zu können und den Schweißdraht entsprechend führen zu können. Sinnvoll, es wurden bei diesen Schweißnähten immer zwei Schweißer eingesetzt, jeweils gegenüberliegend wurde geschweißt. Natürlich klug, um Spannungen zu minimieren, um zu verhindern, dass Risse entstehen, Hefter reißen oder eben auch die Endstücken von bereits geschweißten Wurzelabschnitten. Es wurde nachgeschliffen, Phasen wurden nachgeschliffen, so dass man vernünftig dann auch schweißen kann. Es wurden Hefter angeschliffen, jeweils um vernünftige Übergänge in dem Wurzelbereich zu bekommen. Auch die Vorgehensweise in Richtung Strichraupentechnik im Decklagenbereich ist eine sinnvolle Vorgehensweise, werdet ihr gleich sehen. Ihr seht hier mal die Kanäle im Überblick, wie das Ganze insgesamt so aussieht. Ja, von außen ein bisschen eng, aber es ist machbar. Hier seht ihr mal die Schweißnahtvorbereitung, sehr sauber und exakt ausgeführt. Schweißluft ca. 3,5 bis 4 mm Luft. Hier die Decklagen der Schweißnähte ausgeführt mit dem SR20 Brenner nach dem Strichraupenprinzip. Ist natürlich immer sinnvoll. Längere Ausziehlänge, bessere Wärmeverteilung. Alles ist gut. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für eure Abos hier auf dem WIGschweißer YouTube-Kanal. Ihr findet noch praktische Schweißkurse, die aus der Rohrleitungspraxis, WIGschweißerpraxis stammen, für euch zum Sehen, zum Umsetzen, Lernen und Trainieren. Gefallen euch die Videos, teilt sie mit euren Freunden und Bekannten. Ich wünsche euch viel Spaß und weiterhin viel Erfolg in eurem Beruf als WIGschweißer im Rohrleitungsbau, Metallbau oder wo auch immer ihr arbeitet als Schweißer. Herzlichen Dank an dieser Stelle.